Hallo alle zusammen. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie ein bootfähiges Flash-Laufwerk mit dem Betriebssystem Windows 11 auf Ihrem Android-Smartphone erstellen können. Das Problem mit dem Booten des Betriebssystems kann plötzlich und zu einem denkbar und günstigen Zeitpunkt auftreten. Wie so oft haben Sie keinen Zugang zu einem anderen Computer oder Sie haben kein Startlaufwerk oder kein Flash-Laufwerk zur Hand. Da Sie aber nicht zu Ihrem Nachbarn gehen wollen, können Sie mit einem Android-Smartphone ein bootfähiges Flash-Laufwerk erstellen, das Sie zur Wiederherstellung Ihres Betriebssystems verwenden können. Im nächsten Video zeige ich Ihnen im Detail, wie man ein Windows 11 Flash-Laufwerk auf einem Android-Gerät erstellt. Also fangen wir an. Bevor wir beginnen, sollten Sie sich ansehen, was Sie brauchen. Sie benötigen einen USB-Stick oder eine Speicherkarte in der richtigen Größe. Ich empfehle Ihnen, ein Laufwerk mit mindestens 8 GB zu verwenden. Das Laufwerk wird formatiert, stellen Sie also sicher, dass Sie Ihre Daten vorher schützen. Wenn Sie einen USB-Stick verwenden, benötigen Sie einen OTG-Adapter, um ihn mit dem Handy zu verbinden. Außerdem müssen Sie das Handy aufladen, bevor Sie mit dem Vorgang beginnen, da er ziemlich lange dauern kann. Schließlich benötigen Sie noch ein ISO-Image des Betriebssystems. Sie können es von der offiziellen Microsoft-Website herunterladen. Das Bild muss sich auf dem Handy befinden. Öffnen Sie dazu einen beliebigen Browser auf Ihrem Smartphone und suchen Sie nach einer Download-Seite für das Betriebssystem Image. Ich würde Ihnen empfehlen, das Bild nur von der offiziellen Website herunterzuladen. Wählen Sie Version Bestätigen Sie, gehen Sie die Produktsprache an. Und wieder bestätigen. Als nächstes müssen Sie die Bildgröße auswählen und das 64-Bild herunterladen, dann beginnt der Download des Bildes sofort. Warten Sie, bis der Download abgeschlossen ist. Sobald das Image herunterladen ist, können Sie ein bootfähiges Flash-Laufwerk erstellen. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Um ein ISO-Image des Betriebssystems zu schreiben, müssen Sie die Anwendung Ventoy auf Ihr Handy herunterladen. Es handelt sich um ein einfaches, kostenloses Programm, das allgemein auf dem Play Market erhältlich ist, ohne Root-Rechte funktioniert und ISO-Dateien unterschiedliche Größe verarbeitet. Mit der App können Sie ganz einfach einen Multiboot-Stick oder ein externes USB-Laufwerk für ÖFI oder Legacy erstellen. Starten Sie also Ventoy und verbinden Sie das Flash-Laufwerk mit Ihrem Smartphone. Dies geschieht mit einem OTG-Adapter entsprechend der Schnittstelle Ihres Geräts, Micro-USB zu USB oder Typex zu USB. Beachten Sie dies bei der Auswahl eines OTG-Adapters. Wenn Sie den USB-Stick anschließen, werden Sie aufgefordert, den Zugriff auf das Gerät zu gewähren. Drücken Sie OK. Danach stellen Sie den Schalter auf MBR oder GPT. Aktivieren dann Secure Boot Support. Diese Funktion verhindert, dass nicht lizenzierte Windows-Images installiert werden. Drücken Sie anschließend die Schaltfläche Installieren, um die eventuelle Anwendung auf dem USB-Stick zu installieren. Es ist wichtig zu wissen, dass der USB-Stick formatiert werden muss. Nach der Installation müssen Sie das Image schreiben. Drücken Sie dann auf die Schaltfläche Kopieren, wählen Sie den Pfad zur ISO-Datei aus und fügen Sie sie hinzu. Warten Sie, bis das Kopieren der ISO-Datei abgeschlossen ist. Der Kopiervorgang wird eine ganze Weile dauern. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, sehen Sie, dass Image geschrieben wurde. Jetzt müssen Sie es nur noch einstecken und davon booten. Es gibt ein Video auf unserem Kanal, das erklärt, wie man das System installiert und der Link befindet sich in der Beschreibung.
Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren, Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat, stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fonds Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.